Morgoth, der erste dunkle Herrscher von Mittelerde. Der große Feind. Sauron war sein Diener. Er war ihm treu ergeben bis zum Ende und darüber hinaus. Das bezweifle ich. Diese Berge wimmeln nur davon Grau. Die verputzen dich zum Frühstück. Wie zähmen diese Orks ihre Gemüse? Ich vergrabe dich gleich so tief, dass nur die Zwerge dich finden können. Wie ist das? So erwischst du mich nicht! Ich sehe, denkst du, ich hätte den schon vergessen? Weg mit dir, du Nichtsnutz! Na dann los! Blute! Du Dummkopf! Nie und nimmer! Versuchst du es doch tatsächlich noch einmal? Mann gegen Mann! No, no, no! Nein, so nicht! No, no, no! Nazgûl. Dummer Waldläufer! Bleib stehen und kämpfe, du Narr! Waldläufer! Ich hab noch nie verloren!
Freiheit! Haben die Menschen überhaupt eine Chance gegen diese Uruks? Sie sind gänzlich von Hass erfüllt. Wir werden sie lehren, was Angst bedeutet. So werden wir Mittelerde Hoffnung geben. Ich rieche etwas. Ihr Bleiche seid so schwach. Blut und Tod und Schreie! Das ist mein Metier! Asrom. Du solltest mir danken. Ich werde dir beibringen, was echter Schmerz bedeutet. Asrom. Ah!
mit einem Dreh meines Schwertes Menschen so laut schreien lassen kann, wie eierlegende Krähenbein. Ich töte dich! Töte alle im Geheimen und der Häuptling zeigt sich. Alles, was blutet und kein Uruk ist, kann ich mit meinem Schwert und meiner Axt zerhacken. So einfach ist das für mich. Ich will den Kerlen vertrauen, an deren Seite ich kämpfe. Wenn ein Uruk einem anderen Uruk nicht trauen kann, sollte er ihn töten. Der Hauptmann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Gegend aufhalten könnte. Hab ich da gerade etwas gehört? Nicht rechtzeitig beenden. Konzentrier dich einfach auf die Arbeit und hör auf, mich anzumotzen. Speere sind offensichtlich die besten Waffen. Ich halte unschärfer. Bei der richtigen Gelegenheit spieße ich den Wald und... Ja! Dark.
Beweise mir, dass du mehr als ein Schwächling bist! Wir werden du wirst sterben! Uns alle kannst du nicht besiegen! Schlechter jemand um mich. Augen auf die Brücke! Was war das? Das hast du schon. Lass diesen Uruk schreien, und sein Meister wird antworten. Zünde das Feuer an! Da drüben! Töten! Rein da und tötet ihn! Von der Seite!
Warte! Ich rieche etwas. Ich wette, dass der Truchsess von Gondor sich wünschte. Obwohl das natürlich kein Untergang ist. Der Hauptmann berichtete, dass sich der in der Gegend auf. Man sah aus, als wäre er kurz davor, um sein Leben zu betteln, als er die Axt des Henkers über sich sah. Ich weiß, wie armselig. Der Sklave läuft davon! Sieht nicht aus, als wäre er irgendwas betteln müssen. Egal. Egal, was es war, es ist weg. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. Der Schmied bringt doch nur alte Waffen wieder in Schuss. Der Trottel sollte seine Zeit nutzen. Ich habe etwas gesehen. Ich sollte weniger trinken, mein Verstand. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. Trag seine Beine! Hier ist nichts. Das Geräusch wurde angewendet. Genug der Rauferei, ihr lausigen Maden! Tötet den Tag! Ja.
verstanden. Ihr Menschen seid so schwach. Ich weiß, dass die Orks schreckliche Angst vor ihm haben. Ich will nichts mit etwas zu tun haben, was diesen Monstern das Fürchten lehrt. Schleicht hier jemand heraus? Und ich werde dich zum Abfall verzehren. So aufgetaucht! Hallo?
euch um Signalfeuer kümmern. Ich weiß, du schleißt dich gerne von hinten an. An mich? Nicht. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden. Entfacht! Ha!